Wir müssen es hier mit jemandem lernen, diese verbindliche, dauerhafte, elegante Beziehung, dieses Refinement, dieses Verfeinerte, dieses, weißt du, wenn ich dir einen Ball zuwerfe, wirfst du mir den zurück. Das ist es. Verstehst du, es ist nicht so, dass der Ball kann ins Leere gehen. Nein, der Ball kann nicht ins Leere gehen. Und das kannst du nur, wenn du in einem committeden Rahmen bist. Und das kannst du perfekt, wenn du mit jemandem zusammen bist und mit jemandem zusammen Austausch hast, mit dem es keine Unfälle gibt. Wenig Unfälle gibt. Sobald ein Partner nicht in die Partnerbeschreibung im Horoskop hineinpasst, wird der Liebe, der Beziehung das Bestimmungsgefühl fehlen und infolgedessen werden auch keine Schwierigkeiten angegangen werden. Man wird ihnen eher ausweichen, indem man den Fehler dem Partner bzw. der Partnerschaft anlastet und sich aus der Verbindung löst. Mit anderen Worten, der Kontakt geht nicht in die Dauerhaftigkeit. Du würdest nie etwas machen, wenn dich jemand gleichgültig lässt. Wenn uns jemand gleichgültig ist, dann ist es keine Voraussetzung zu Wachstum und es ist auch keine gute Voraussetzung, um überhaupt mit dieser Seele, überhaupt mit diesem Menschen eine Optimum-Beziehung zu etablieren. Selbst unter Freunden oder bei Verwandten oder Familienmitgliedern gibt es solche, die euch tiefer berühren, die euch länger begleiten, die uns näher stehen. Das ist sehr wichtig, Verantwortung zu übernehmen. Und selbst wenn die Compatibility oder die Chemie stimmt zum Arbeiten, zum Zusammenleben, zum Sich-Treffen, zum Unterhalten, dann ist immer noch die Frage, wie sieht insgesamt das Horoskop aus? Hat zum Beispiel eine Merkur-Mars-Spannung, dann ist es generell so, dass die Worte wie Pfeile sind. Und wenn ihr zum Beispiel, nehmen wir mal an, hier eine Merkur-Merkur-Konjunktion besteht und der eine Partner hat meinetwegen Merkur-Opposition Saturn, was eine gehemmte, ängstliche Kommunikation zeigt und der andere hat Merkur-Spannung Mars, dann, obwohl da eine gewisse Telepathie ist, knallt da der Mars auf den Saturn-Aspekt des Gegenübers. Und es ist auch unwahrscheinlich wichtig, das dann zu erkennen, also das zu wissen. Wenn ich einmal weiß, der oder die hat dieses, ich nenne es gerne Past Life Obstacle, also dieses letzte Leben, Hindernis, dann ist vielleicht irgendwas, was die Person in einem wichtigen vorangegangenen Leben kommuniziert hat, nach hinten losgegangen. Also es sind ja schlechte Erfahrungen gewesen oder schwierige Erfahrungen. Vielleicht durfte die Person aus politischen Gründen nicht ihre Gedanken sagen. Oder er konnte nicht seine Gedanken sagen, gemäß dem, was für im Körper die Person steckt. Und diese Ängste, die tragen wir aus einem vorangegangenen Leben mit uns mit. Wir tragen das Temperament von wichtigen vorangegangenen Leben immer mit. Wie kann es sonst sein, dass wir bereits ein gewisses Verhalten haben? Hat Gott etwa gegambelt? Hat er gespielt? Ist es ein Zufall gewesen? Es hat gerade so gekommen bei der Geburt, dass die Person eben diese Merkur-Saturn-Spannung aufgefangen hat. Ach, leider daneben getroffen. Nein, es hat niemals daneben getroffen. Es ist eine Bestimmung und es ist eine Baustelle und es ist wichtig, dass diese Baustellen erkannt werden. Und dass du darüber weißt, dass die Person diese Baustelle hat. Sonst passiert das, was wir in Englisch always crashing with the same car nennen. Also immer den gleichen Unfall an der gleichen Ecke, am gleichen Punkt. Dann sagt die Merkur-Mars-Person, ja, wann begreifst du das endlich? Jetzt versuche ich dich schon seit so und so viel Billionen, Äonen zu verändern und du hast dich noch immer nicht verändert. Du ziehst dich immer zurück. Ja, viel besser, die Mars-Person weiß, dass die Person in einem wichtigen vorangegangenen Leben eben diese Haltung sich angewöhnt hat. Und das ist auch verständlich, das war zu dieser Zeit ein Schutz. Weil hätte die Person das gesagt, was sie denkt, hätte sie vielleicht wirklich große Probleme bekommen.
während die Merkur-Mars-Person vielleicht nie angehört wurde. Es war vielleicht so viel Ungerechtigkeit da und die Ohnmacht war so groß, dass sie Merkur-Mars entwickelt hat. Diese Prägungen zu verstehen und wie wichtig die sind, weil nochmal, wir fahren als Seele in dem Körper, in einem gewissen Set. Und wir verändern Temperamente nur sehr, sehr langsam. Zwischen 20 und 50 kannst du ein bisschen verändern. Wenn du zum Beispiel ausrastest oder sehr wütend bist oder sehr spitzzüngig bist und das dann irgendwann mal bemerkst oder dir die Umwelt ständig dieses Feedback gibt und du arbeitest hart daran, dann bist du mit 50 vielleicht ein bisschen weniger spitzzüngig. Daher ist es sehr wichtig, dass wir die Menschen, mit denen wir täglich zu tun haben, kennen und wissen, was sie für ein Yantra, was sie für eine Maschine haben. Also der Körper wird als Maschine beschrieben. Ich hatte das in vorangegangenen Artikeln bereits angekündigt. In den Veden wird der Körper als eine Maschine, auf dem die Seele fährt, beschrieben. So, wir müssen oder sollten, oder es wäre ganz gut, wenn wir die Inkarnationen derjenigen, die uns umgeben, ein bisschen besser verstehen und dass wir auch denen vielleicht vergeben für ihr So-Sein. Und dann können wir auch effektiv mit den Menschen klarkommen. Und was hilft es nicht, wenn wir effektiv mit jemandem umgehen können? Everybody says love makes the world go round. Then I turn around, find you standing at the door. You know me, I like to dream on what there is, what there is not. Finally I figured out what was wrong. It was the power. You and me, we sweat.